Hui! Hui! Oh, falsches Spiel. Moment. Nach einem kurzen Ausflug auf den Mond, mal wieder hier schon auf der Erde, ein bisschen was Bodenständigeres. Irgendwie... wo bin ich denn da gelandet? Da wollte ich doch gar nicht hin. Was? Weg. Hier wollte ich hin. Gucken wir da oben in der Ecke da, FPS 33. Wenn ich woanders hinguck, dann geht's höher. Also irgendwie... Ja, das Haus ist so imposant, das zieht gleich mal irgendwie die Hälfte der Framerate. Naja, was auch immer. Ich habe ein bisschen im Keller gebaut. Und zwar... Achtung. Hier ist jetzt erstmal zu. Hier kommt man erstmal nicht mehr durch. Und das ruckelt wie Sau. Ich hoffe, das sieht man später im Video nicht. Ich habe hier erstmal provisorischen Kellereingang gebaut, weil ich hier unten ein bisschen umgebaut habe. Wir haben einen Kellerraum. So ist doch hübsch. Finde ich so dann doch ein bisschen schöner. Ich habe jetzt hier überall hier am Wand diese Deko-Elemente reingesetzt, dass es ein bisschen Abwechslung gibt. Und diese offenen Dinger, die habe ich einfach so gelassen. Da habe ich einfach drum rumgebaut. Nächster Plan. Nächster Plan ist hier... Kronleuchter reinzuhängen. Ich bin noch ein bisschen überlegen, ob ich das an jedem mache. Und hier wollte ich gucken, ob ich irgendwie Säulen reinsetzen kann. Weil ich noch nicht so ganz weiß, wie das aussehen wird. Ob das wirklich so gut aussehen wird. Guck mal einfach. Sieht ein bisschen mickerig aus, die Säule, ne? Also irgendwie... Und hier oben vielleicht mit einer Treppe oder mit so einem Seitenstückchen arbeiten. War nicht so geil, ne? Doch ich glaube eher mit einer Treppe noch. Ach, da habe ich die da hinten. So. Ja, genau. So. 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 So, und hier dann die... Eventuell die Ecktreppen rein. Die konnte man da auch irgendwie bauen. Probier das nochmal aus. Irgendwie konnte man die nämlich dann per Hand auch setzen. Ich glaube, das war mit den Dingern hier. So war das, ne? Genau. Ja, es sind aber die Falschrumtreppen. Na, also. Moment, haben wir gleich. Die anderen, die waren einfacher. So, genau. Nur mal eben gucken, wie das aussieht. Nein, da sitzt auch eine andere Treppe. Guck trotzdem mal, wie das aussieht. Würde aber eigentlich gehen, oder? Kommt da oben nämlich eine normaler Block rein? Was würdet ihr sagen, ihr beiden? Geht, oder? Wobei, wenn das dann alles so voll ist mit den Dingern hier oben, das ist dann doch so ein bisschen sehr, sehr kräftig. Lass das erstmal so. So, so, so. Und, die anderen Säulen, das wird das wird genauso laufen. Die werde ich tatsächlich, glaube ich, überall reinziehen. Ich glaube, das geht. Sinn des Ganzen ist natürlich, einen Lagerraum zu bauen für ganz viele Kisten. Habe ich die Kisten jetzt dabei? Nein. So. Hab hier immer zwei quasi... Doppelkiste hier, Doppelkiste, 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 Doppelkiste. Und hier drüber oder wie auch immer kann man dann ranschreiben, was denn drin ist. Das wird sich hier komplett rumziehen. Hier immer in die Zwischenräume, immer zwei rein. Immer überall zwei Kisten dann, zwei Doppelkisten dazwischen.
Hier, 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 hier. Ja, hier sieht man, ich habe es wirklich so ein bisschen offen gelassen. Ich habe hier die Edis noch zugemacht. Hier kann man so ein bisschen reingucken. Wenn man sich richtig hinstellt, sieht man auch die Fackeln nicht. Und es ist ein bisschen beleuchtet von, ohne dass man es sehen kann. Na, wie heißt das Wort? Indirekt, das war das. Und hier geht es dann quasi weiter runter. Weil irgendwann müssen wir ja auch mal ein bisschen tiefer kommen. Also, was ich bis jetzt hier runtergegraben habe, das war ja noch nicht so tief. Wir sind ja gerade mal... Kann man das hier irgendwo sehen? Ich bin da noch nicht so ganz fit drin. Ist das mittlere da oben, die... Ah, ihr könnt's ja eh nicht sehen, wenn ich im Mauszeiger rumfahre. Schaut mal diese Fackel hier, die Spitze an. Da. Das mittlere. Ist das die Höhe? Scheint so, ne? Oh, da bin ich ja tatsächlich auf Level 0 hier schon. Na, immerhin. So, ich mache erstmal hier weiter Säulen. Na, hier ist halt so ein bisschen schade. Glaube ich, werde das trotzdem machen. So. Dann brauchen wir Cobblestone. So. Die sind zum Glück sehr günstig, die Steine. Ich bin gleich schon wieder hin. So. Ja, klar, ne? Seht ihr ja, kein Wasser dabei. Verdursten will ich aber auch nicht, also einmal kurz nach oben, dann kann ich gleich nochmal gucken, was im Ofen drin ist. So. Mensch, das Haus, das zieht aber ganz schön Performance, habe ich das Gefühl. Moment, was ist eigentlich dieses andere noch an Infos? Wenn ich da hochguck, ändert sich da was? Irgendwas tut sich auf jeden Fall. Ich kann die ganzen Angaben leider nicht so richtig deuten. So, kurz mal einen Schluck Wasser. Bevor es dann hier zu Ende geht. Zack. Auch wieder aufladen hier. Im Real Life auch mal einen Schluck Wasser trinken. So, und wieder, Ofen. Ja, nichts weiter drin. Man sieht, ich habe noch ein paar Kohleblöcke gemacht. Und, auch ein paar Diamanten. Weil mit den, einmal mit Diamant-Tools gearbeitet hat, nein, was anderes ist nicht mehr so geil, aber hey. So, bisschen Lehm hier weg. Kurz mal austauschen, so. Ich schmeiß mal eben ein bisschen was weg hier. Schlimm. Stein. Ja, Wolle habe ich jetzt auch so ein bisschen. Komm, weg. Die behalte ich mal noch. Bevor ich in den Keller gehe, nochmal kurz hier oben. Den kennt er ja schon im blauen Salon. Jetzt haben wir auch zum grünen Daumen. Da gibt es sogar einen Schreibtisch. Na? Hier das Bettchen, das ist jetzt nicht weiter benutzbar. Aber hier dafür haben wir hier schön so ein bisschen zwei Fenster drin, Schreibtisch drin, kleine Leseecke drin. Ja, wer übernachten will, sagt Bescheid, ne? Also, wollen wir mal wieder in den Keller gehen. Wie das? Moment mal. Habe ich irgendwo noch Cobblestone? Das reicht ja sowieso nicht mit den Säulen. Hier war ja überall nur Holz drin. Scheint fast so, als wenn wir noch mal ein bisschen Kobbel farmen müssen. Oh, und müde bin ich, ey. Leute, ich sag's euch, ich schlaf bald ein hier. Also jetzt die letzten Tage, deswegen kommt die Folge auch jetzt erst, also... Ich bin echt so ein bisschen kaputt momentan.
Weiß gar nicht, woran das liegt. Ich bin's halt einfach. Und von daher, bitte ein bisschen Nachsicht. Ach, wisst ihr was? Ich mach das hier unten. Zack, aua. So, mal hier nämlich mal schön ein bisschen Kobbel holen. Na, guck mal an. Schon haben wir Eisen gefunden. Oh, hier war ich auch schon mal irgendwann. Gut. Also mein Plan mit diesem komischen Loch hier sieht so aus, dass ich hier einfach mal gucken will, dass ich möglichst großzügig natürlich auch, damit das auch möglichst lange dauert hier in diesem Let's Play, einfach mal nach unten grabe, einfach mal um zu schauen, was da noch so ist. Da ist ja dann auch Mese noch irgendwo. Da kann man ja wahrscheinlich auch noch tolle Sachen mitmachen. Und das findet man hier oben natürlich nur sehr, sehr, sehr sporadisch. Und von daher, wenn das Häuschen und das Lager soweit fertig ist, dann geht's erstmal ab in den Keller. Dazu brauchen wir natürlich hier diesen Bereich hier so als Einstieg in die Höhle quasi. So. Wie Kobbel haben wir denn? 99. Ja, gleich mal den zweiten falschen Stack geschnappt. So. So. Na komm. Gut. Mensch, das geht ja hier genau auf, wie geplant. Naja, fast wie geplant. Und wieder rauf. Boing, 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 boing. Ja, deswegen ist hier eben auch noch offen, um dann hier runter zu bauen. Ich habe erst überlegt, hier denn irgendwie... Hier war ja... War der hier? Ja. Hier war ja der andere Ausgang von oben nach unten. Da weiß ich tatsächlich noch nicht, wo ich den jetzt hinsetzen werde. Der wird hier aber auch irgendwo... Wahrscheinlich wirklich hier am Rand irgendwo runterkommen. Gucken, dass ich da von außen den Zugang baue oder so. Gut, weiter Säulen bauen hier. Da war soweit alles fertig. Ja, genau. So, so. Zack, zack, zack. Nächsten. Pack, pack. Ja, natürlich viel zu viel Stein gemacht. Mal gucken, ob wir den gleich irgendwie noch verwursten können. Gut, die Säulen sind soweit fertig und es sieht auch gar nicht so massiv aus, wie ich erst dachte. Das geht eigentlich ganz gut. Ja, aber man sieht hier, da habe ich hier am Rand. Das werde ich hier so nicht machen. Die Säulen, obwohl... Glaub, das wäre ein bisschen zu mächtig, ne? Außerdem klappt das auch mit dem Licht hier nicht. Das sieht doch irgendwie scheiße aus, wenn man das wegmacht. Die, also irgendwie, die Beleuchtung ist nicht so ganz geil. Aber. Ach, was soll's, scheißegal. So, auf der Höhe. Ich glaube, auf der Höhe wird das dann sein. Der Höhe hängen hier die Kronleuchter und da geht das dann mit der Beleuchtung. Das heißt, gucken wir doch mal. Hält. Na komm. Na, ich weiß nicht. Nee, so ganz überzeugt bin ich davon nicht. Wie wird das denn hier am Rand aussehen? Da wird es eh nicht gehen, weil dann hier die Kisten stehen. Nee, ich lasse das, glaube ich, so, ne? Vielleicht mit den Kleinen da rein. Ja, 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 ja. Na, wo ist er hier? Und da an die Ecken, da kann man die Mikroblöcke setzen. So. Na ja, komm, leck mich. Leck mich. Leck mich. Aber die kann man sich ja zurechtdrehen, das ist ja kein Ding. So. Ey, es ist doch doof, sowas. Der Schraubendreher ist gleich im Arsch. So. Das geht. Das kann man hier oben dann auch sogar machen, ohne dass man da groß was dran umbauen müsste. Ach, da geht's auf einmal, ne? Ich glaube, das ist gut.
Ja. Ja, so viel dazu. Das war dann der hier. Zack, zack, zack. So. Das passt ja auch sogar von den Fugen her, ne? Da brauche ich jetzt wahrscheinlich wieder 100... Nee, ja. Hm, genau. Danke. Doch, das geht. Und das mit den verschiedenen Farben, das liegt ja wirklich nur hier an der Beleuchtung. Wenn das nachher so ist wie hier. Ah, wie gesagt, also... 2. Wenn hier dann überall die Kronleuchter hängen, dann gleicht sich das von der Beleuchtung her wieder so ein bisschen aus. Ich glaube, das geht ganz gut. Ich mache es jetzt erstmal hier unten wieder hin. So. Doch, 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 doch. Das ist, glaube ich, so in Ordnung. Bei hier. Na gut, es geht ja nicht anders. Oh, ist natürlich jetzt sehr finster hier. So. Doch, ich glaube, so geht das tatsächlich. Das ist gar nicht so schlecht. Oh, dann von den Dingern noch welche? Nein. Gut, da wird mal hier das Ding verwurstet. Die Treppen braucht auch keine Sau. Dann kommen die immer hier oben beide hin und dann geht das mal los. Zack, 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 zack. Och, ey. So. Kann man die eigentlich hier in die... Ja, kann man nicht. So. Ja, ja. So. 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 Ja, immerhin lassen die sich vernünftig drehen und sitzen dann auch genauso, wie sie sitzen sollen. Das ist ganz gut. Ja, ich mache erstmal unten und dann oben. So. Ja, wie machen wir das denn hier? Es ist ja so, ist das ja ein bisschen scheiße, oder? Das sieht doch nicht aus, ne? Lassen wir das hier weg. Bleibt das hier offen, ganz einfach. So, dann hier. Hier geht's dann ja wieder. Und hier stehen dann die Kisten nachher. Zack, zack. Ja, machen wir die jetzt hier hin oder nicht? Das sieht ja richtig scheiße aus, ne? Also ohne Säule will ich es auch nicht lassen. Zumachen. Das mal hier. Das da unten geht ja so oder so nicht. Also da brauchen wir eigentlich drüber reden. So. Dann sieht es zumindest so aus, als ob es gewollt ist. Oder auch nicht. Ah, leck mich, scheißegal. So. So. Doch, lassen wir es so. Gut, nächste Säule hier. Hier. Zack. Heute ist er mal wirklich irgendwie so von wegen erzählen oder so gar nichts angesagt, ne? Weil, da ist irgendwie nichts zu erzählen heute. Außer, dass ich aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen saumüde bin. Geht das so? Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ja,
Eigentlich könnten wir das so lassen. Nein, es wird hier wahrscheinlich so oder so zugebaut werden. Ach, lass mal, scheißegal, lass mal es erstmal so. Zack. Ja. Bin ja schon da. Zack, zack, zack. Zack, zack. Ja, das lassen wir erstmal auf. Natürlich keine von den Dingern hier mehr. Wie gingen die denn noch? Mit Slaps gingen die. Nee. Die brauche ich, glaube ich, ne? Seht ihr mal, so verpeilt bin ich. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie man die Teile baut hier. So baut man die. Genau so war das. Ich nehme jetzt einfach mal alle. Ich brauche die für oben natürlich auch noch. Weiter geht's. Zack. Ist total spannend. Ich habe übrigens einen Abonnenten verloren. Jetzt habe ich nur noch 8. Aber hey, ja, es läuft. Es ist mir egal. Bilde ich mir zumindest immer ein. Eigentlich ist es mir nicht egal, aber irgendwie ist es mir dann auch wieder egal. Man, entweder guckt sich das jemand an oder es guckt sich halt keiner an. Ich mach's halt trotzdem. Irgendwann findet's vielleicht mal jemand und dann ist schön. Könnte natürlich auch irgendwas Spannendes machen, außer hier den Keller auszubauen, aber hab ja schon mehrfach gesagt, bin weder sonderlich lustig noch sonderlich kreativ. Ist natürlich optimale Voraussetzung, um einen Test zu spielen. Vor allen Dingen Let's Play drüber zu machen. Wie sieht denn das hier aus? Nee, das sieht scheiße aus. Gut, bin ich hier unten durch. Alle Säulen versorgt. Hier könnte man doch eigentlich auch einen reinsetzen, oder? Ach, ich bin da nicht so ganz zufrieden mit, aber hey. Gut, hier unten müsste alles versorgt sein. Hier sind ja nur auch nicht unendlich viele Säulen. Dann setzen wir oben erstmal dran. So, so. So. Mach ich mal erstmal die äußeren hier. Und die anderen, die kommen dann gleich im zweiten Durchgang dran. So. In den Kronleuchtern, da braucht man Ketten für. Ich habe noch nicht geguckt, wie man die machen kann. Sind, glaube ich, relativ teuer sogar, die Ketten. Und dann kommen die halt hier in den Keller. Das ist natürlich sehr schöne Beleuchtung im Keller, also schöne Kronleuchter. Aber ich glaube, die kann man universal auch einsetzen. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Hoffe ich zumindest. Habe ich natürlich noch nicht getestet. Das werden wir gleich mal ausprobieren. Und dann ist die Folge dann nämlich auch schon mal wieder rum irgendwie. Haben wir denn jetzt 23 Minuten? Ja. Also Kronleuchter bauen und dann sollte es das gewesen sein. Haben die hier jetzt alle? Da, da. Gut, die haben alle und ich habe sogar noch 7 über. Die können wir gleich mal zu Mikroblöcken machen. Das wird wahrscheinlich nicht reichen. So. Na. Ja, genau. Sieht scheiße aus, oder? 2 Glas habe ich noch. Ich könnte natürlich auch hier zubauen, dann, dass das hier so abgedingst ist. Machen wir das hier mal wieder weg. Ja, ich glaube, ich baue das dann zu. Das ist, glaube ich, einfacher. Kein Glas dabei, schade. Weil hier nämlich eine saubere Kante dann hier oben und unten dann auch.
und dann passt das. Ach ja, wollte hier weiter dran setzen. So. Also irgendwie mit dem Setzen von den Blöcken, ich habe es noch nicht so ganz verstanden, wie es geht oder eben warum es dann mal so und mal so geht. Komisch, naja. Ja, der Schraubendreher ist gleich hin, aber ich habe oben noch neue. So. Heute will das... Oh, heute... Ja, aber wirklich will das wissen heute. Gut. Hier ist schon... Oh, hier auch noch. Ja. Ich bin so ein bisschen auf Standby auch gerade heute. Hatte ich ja nun schon mehrfach erwähnt. Ich finde da auch nicht so richtig einen Grund, warum das mal geht und mal irgendwie so komisch ist nur. Ganz ehrlich. Dann gehen wir mal nach oben. So, bei der Gelegenheit können wir gleich mal ein Schlückchen trinken und ein Schlückchen wieder auffüllen. So. Und dann brauchen wir noch einen Schraubendreher. Ich habe natürlich nur einen dabei gehabt. Und dann sind wir auch gleich durch, dann seid ihr erlöst für diese Woche. So, wo war das jetzt? Ja. So und so, und dann passt das wieder. So. Warum auch immer. Gut. Sind wir nämlich hier auch gleich durch. Und hier mal eben weitermachen. Ja, ich richte das gleich aus. Ne? Also, warum auch immer. Zack. Wie habe ich mir denn dabei gedacht, da oben? Ach ja, wegen der Umrandung hier oben habe ich die natürlich hier auch weitergeführt. Da das hier unten entfällt, gibt es hier auch keinen Block. Das passt da oben soweit. Ach, das ist dann ja hier auch, ne? Also hier seht ihr, die Umrandung geht hier wirklich einmal rum. Es fühlt sich dann hier tatsächlich auch so ein bisschen fort. Hey, so blöd bin ich ja gar nicht. So, jetzt sind wir auch gleich durch. Geht genau auf hier, einer bleibt über. Und dann passt das dann hier. Zack. Zack, zack. Na, hier geht's dann auf einmal wieder. Ja, frag mich nicht. Hier ist alles ausgestattet, da ist alles ausgestattet. Hier unten sind die auch alle fertig. Ach, was soll's. Ich hab noch ein bisschen Kohle. Da können wir auch noch ein paar Kisten setzen. Sind die Kisten nämlich auch schon mal alle fertig. Und dann gucke ich mir noch mal eben an, wie das mit den Kronleuchtern geht. Und dann hat sich das Thema dann für heute auch erledigt. 30 Minuten haben wir jetzt. Und dann ist dann auch gut. So. Müsste eigentlich reichen von der Anzahl her. Obwohl 48 Kisten, das reicht wahrscheinlich sowieso nicht. Ich setze erstmal überall eine Kiste hin. Die können wir dann gleich immer noch zusammenstecken, die Kisten. Aber es ist ein bisschen schneller so. Ah ja, hier war ja ein kürzer, als die Ecke ist.
Da gucke ich gleich mal, wie ich das mache. So. Zack, zack. 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 So ist ein bisschen scheiße, ne? Sollte, wenn, dann schon einheitlich sein. Immer hier mit der Lücke dazwischen und dann ist das auch okay. So. Elf Kisten noch? Das könnte sogar genau aufgehen. Gott, sind das viele Kisten. So. Fast. Fünf Kisten noch. Ja, hier ist jetzt ja noch der Durchgang, den lasse ich erstmal auch noch auf. Beziehungsweise könnte ich den, dann wären die Kisten nämlich komplett fertig. Ich versetze den Durchgang einfach erstmal ein. So. Ja, da haben 48 Kisten genau aufgegangen. Also rein kommt man hier jetzt erstmal provisorisch, nur provisorisch. Und der Rest, der muss sich dann ergeben. Wo genau ich den Eingang da hinsetzen werde, vielleicht werde ich das hier auch einfach wegmachen, dass man von hier irgendwie reinkommt. Oder hier dann doch irgendwie vom Inneren des Gebäudes oder hier hinten irgendwie. Auf jeden Fall sind es jetzt genug Kisten zum Lagern. Gucke ich mir nochmal eben an, wie das mit dem Kronleuchter ging. Ich glaube, da hatte ich mir auch schon mal einmal kurz aufgerufen. Erstmal den Scheiß entsorgen hier. Diese Kiste hier ist übrigens tatsächlich die sicherste Kiste, weil das eine abgeschlossene Kiste ist. So, man sieht, ich habe ein paar Münzen gesammelt. Da kann man irgendwie noch irgendwann mal ein bisschen Kupfer draus machen. Aus dem Kupfer kann man dann Bronze machen und damit kriegt man dann vernünftige Werkzeuge. Oder halbwegs vernünftige Werkzeuge. So, erstmal den Scheiß hier wieder entsorgen. Kronleuchter. Wir brauchen eine Kette für den Kronleuchter, das... das weiß ich doch hier oben. Da, hier seht ihr mal. Also... Ich glaube, dann nehmen wir die Eisenkronleuchter für und die Eisenkette. Also die hängt an der Wand oder an der Decke hier oben und das ist eine normale Kette. Und das kann man dann irgendwie alles aneinander stecken. Also Kronleuchter. Kettenelemente. Oh Gott! Oh, aber naja gut, 12. Das können wir doch mal eben machen. Hier war das. Habe ich mir natürlich nicht gemerkt, wie es ging. So war das, ne? Reicht das noch? Nee. Schade. Aber für einen Kronleuchter brauchen wir ja auch noch welche. Also. Kettenelemente haben wir jetzt. Kronleuchter, zwei Kettenelemente und dann so. Zwei Kettenelemente. Vielleicht kriege ich eh nur einen raus. Und dann so. Tada! Und dann brauchen wir noch eine Deckenkette. Habe ich blind? Ah, hier. So, da brauchen wir auch ein paar von. Wo? Gibt's doch bestimmt auch für dazwischen irgendwie was.
Ein Ding bräuchte ich als Eisen. Weil das sind ja jetzt hier die schönen. Auch die abgeranzten, ja, aber wohl von der Höhe her müsste das eigentlich reichen, ne? Doch, ich glaube, von der Höhe her reicht das. Oh, ich wollte ja zwei. Gucken wir mal. Fangen wir doch hier hinten an, beim Modell. Also, zack. Zack. Ah, die passen da aber nicht so richtig, ne? Das ist... Vielleicht ist der Kronleuchter ja ein bisschen höher hier. Bin mir nicht sicher. Sieht auf jeden Fall schon mal ganz gut aus. Ist halt schade, dass das nur so 2D ist. Weil das ja schon fast wieder zu niedrig wäre, ne? Schade, die müssten 3D sein. Es wird viel geiler aussehen. Mal abgesehen davon, dass es da jetzt nur keine Zwischenelemente gibt und das jetzt ein bisschen so klingt, als wenn ich das jetzt nur sagen würde, damit es gut aussieht, und so weiter und so weiter. Aber ich finde, es sieht so tatsächlich fast ein bisschen besser aus, ne? Weil der nicht so in den Raum reinhängt, sondern unter der Decke ist, wo er hingehört. Macht er überhaupt genug Licht zum Kronleuchter? Oh. wo ist denn jetzt die? Hier ist die, ne? Ja, der macht auf jeden Fall genug Licht. Das wird ja hier bei den anderen dann genauso laufen. Da werden dann auch entsprechend die Elemente dann hängen, wo dann der Kronleuchter dran ist. Der macht ungefähr wie eine Fackel Licht, ne? Was kann man denn da jetzt keiner hinsetzen? Ja, ein bisschen dunkler ist er. Kann man den auch steuern? Nee. Die anderen Lampen konnte man ja so ein bisschen steuern. Doch, ich glaube, das wird ein ganz schön dunkler, unheimlicher Gruselkeller hier unten mit den ganzen Kisten dann. Hier oben die Kronleuchter. Also wie gesagt, ich glaube, so sieht das gar nicht mal wirklich so schlecht aus mit den beiden Dingern hier. Unabhängig davon, ob es als Mittelstück gibt oder nicht. Wenn die weiter unten hängen, der hängt wirklich ein bisschen weit in den Raum rein. Ich glaube, ich werde das so lassen. Wobei hier unten dann natürlich ein bisschen dunkel ist. Eben mal spaßeshalber ausprobieren. Na, merkt da, was ich vorhab? Oha! nein. Das ist natürlich auch sehr extrem, ne? Aber es gibt ja dieses Glow Glass, das ist nicht so ganz hell. Ich glaube, das wird tatsächlich gar nicht so schlecht aussehen, dass sie dann so ein bisschen beleuchtet sind von unten, die Kisten. Was natürlich dann auch schön Backausnutzung ist, aber das ist ja okay. Das würde hier, glaube ich, auch gehen. Ich glaube, die sind auch so ein bisschen undurchlässig da hinten oder ein bisschen durchlässig. Och. Ah, hier. So, ne? Das wäre vielleicht sogar noch viel geiler. Ich glaube fast. Da können wir auch mit dem Glowglass arbeiten, es ist nicht so ganz hell. Mach das erstmal wieder zu hier. Ja, hier hinter mit Glowglass so ein bisschen, dass sie hier wie hier oben. Dann kann man auch die ganz kleinen Glowglass-Würfel nehmen. Oder diese ganz dünnen Plättchen und dann vielleicht noch einen weiter weg. Dass sie von der Helligkeit ungefähr dem Kronleuchter entsprechen. Aber nicht mehr heute. Wir sind schon bei 40 Minuten.
Ich würde mal sagen, das reicht. Ich laufe jetzt einfach nochmal sinnlos nach oben. Nur um festzustellen, dass es langsam dunkel wird wieder. Und nochmal einmal das Schäfchen holen hier hinten. Oh, Entschuldigung. So. Also, das war's dann für diese Woche. Ja, ein bisschen später. Oh, jetzt sehe ich natürlich erst die Uhr da oben in der Ecke. Achtet mal auf die Kiste hier. Die Uhr da oben in der Ecke, die ist halt immer noch da. Da seht ihr, wie spät das ist. Ja. Die Welt baut sich halt immer noch lustig auf. Geht ins MyTest-Forum, vergnügt euch, habt Spaß. Wir sehen uns nächste Woche. Tschö!